Hallo liebe Freunde und wir machen weiter mit Outriders Part. Ich glaube Nummer 9 müsste es sein. Ich hoffe euch geht es gut und ich würde mich mega über eine Bewertung freuen, falls euch das Ganze gefallen sollte. Und wie auch beim letzten Part gesagt, möchte ich erst hier eine kleine Nebenmission starten. Hey, ist da jemand? Oh. Ich bin im Holzlager eingeschlossen. Da sind überall Hackfressen. Hallo? Wollt ihr mich hier echt verrecken lassen? Okay. Bevor ich das mache, ich habe noch einen Klassenpunkt. Das wollte ich mir nochmal anschauen. Und warte, was haben wir hier? Erhöht deinen Schaden mit Angriffswaffen um 20%. Das ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich nehme es einfach mal. Es kann nicht schaden. Da muss ich mal hier gucken, dass ich hier unten irgendwelche Sachen noch auf bekomme, weil die oberen gefallen mir jetzt nicht so ganz. Naja, okay, das reicht erstmal. Und dann können wir mit den Missionen anfangen. Ist da jemand? Ich bin im Holzlager eingeschlossen. Da sind überall Hackfressen. Hallo? Wollt ihr mich hier echt verrecken lassen? Hey, ich Annehmen. höre dich. Bin unterwegs. Verdammte Axt, danke dir. Warum Gerne, habe ich gerne. Idiot diesen Job überhaupt angenommen? Hätte im Schützengraben bleiben sollen. Da gibt es keine verdammten Monster. Der Arme, was ist denn mit dem passiert? Okay, Munition. Ich mache mich schnell auf den Weg, der Arme. So, finde den Holzfäller. Okay, und ich bin bei Weltstufe noch 5. Eigentlich kann ich auch 6 machen, aber ist halt ein bisschen schwer bei Weltstufe 6. Das traue ich mich jetzt nicht und ich will nicht 100 Mal sterben. Also dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Ich hoffe, es ist nicht so weit entfernt. Wenn ja, schneide ich den Part einfach raus. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Was ist das? Ach, eine neue Mission? Können wir eigentlich direkt machen, wenn wir schon hier sind? Ah, komm schon, der letzte. Oder doch nicht der letzte. Da kommt noch mehr. Oh nein, der Hauptboss kommt jetzt rein. Oh, sein Kopf. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Na komm. Na komm. Ach, der war auch doch nicht so stark. Falscher Alarm. So, was muss ich jetzt machen? Suche nach Gegenständen. Okay. Was ist jetzt mit meinem anderen Mission? Ist das jetzt Nach genau solchen abgebrochen? Artefakten sucht Madame Beauvoir. Madame, wer war das eigentlich überhaupt? Ich habe null Plan. Okay, ich bin fertig. Jetzt kann ich wieder zurück oder wie? Aber was ist jetzt mit meinem anderen Mission? Nicht mal mehr in Ruhe kacken. Hoch? Haut ab, ihr hässlichen Wichser. Ich glaube, ich habe ihn. Toilettenhäuschen. Oh! Der ist in der Toilette! Ey, lass den in Ruhe! Das war der letzte. Ey, Kumpel, alles klar, du kannst raus. Komm raus. Komm schon, raus da. Der ist in der Bist du Toilette. Wahnsinnig? Ich komme hier nicht aus dem Scheißhaus raus, bevor die Sonne nicht aufgegangen ist. Ich werde hier nicht bis Sonnenaufgang warten. Dann mach doch wenigstens den Generator an. Dann wird's hell hier. Gut, ich mach den Generator an. Oh, sein. Ich bin doch hier Outrider. Pam, pam.
ganz schön laut. Ja, toll, jetzt kommen noch mehr. Ja, komm. Kannst du jetzt mal aufhören? Das sind ja unzählige. Das war knapp. Wie viele Mamis haben die denn noch? So. Geht doch. Jetzt kommst du aber raus, oder? Ich hoffe es. Oh, eine Belohnung. Was haben wir denn hier Schönes? Sturmgewehr. Das ist nicht schlecht. Was ist das? Kritischer Schaden. Rüstungsschlag. Oh, das ist nicht schlecht. Wie du willst. Ich bin dann weg. Hä? Was? Wie komisch ist der denn? Der ruft mich hin, um damit ich ihm helfen kann, und dann kommt er da einfach nicht raus? Okay. Ein sehr komischer Typ. Also ich gehe definitiv weg. So, was? Ist da jemand? Hallo? Das hab ich ja schon. Wer war diese? Also ich weiß echt nicht, wer diese eine Frau war. Die Mission haben wir jetzt fertig bekommen. Madame, keine Ahnung, wie sie ist, aber egal. Also ich weiß echt nicht, wer das jetzt ist. Ja, Jakob. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Warte, der Truck soll ausziehen. Ich habe ein paar Sachen, glaube ich, freigeschaltet. Wenn ich mich nicht irren sollte. Genau den hier. Oh. Oh, oh, oh. Ausrüsten. Gefällt mir. Haben wir was anderes auch noch? Nein. Nein, also wir haben nur das vordere Teil. Okay. Los geht's. Anschnallen. Wir brechen auf. Outrider, du sammelst also deine Schäfchen. Okay, die können Gedanken lesen. Die Kleine, Bailey, die meint, auf der Straße gäb's Banditen. Keine Sorge, Jakob. Ich mach den Weg frei. Bleibt hinter mir. Geht klar, Boss. Ich lass dich gern die Zielscheibe spielen. Okay. Eskortiere Marshall Bailey und ihre Gefangenen nach Trenchtown. Ja, warum nicht? Hat mir das eigentlich nicht angezeigt? Ah, okay, hier hoch. Bleibt einfach nur hinter mir. Ich bin die stärkste weibliche Outrider, die ihr kennt. Hier kommen bestimmt wieder Gegner. Ich wusste es. Verdammt! Da vorne! Ich hab's gesehen. Jakob, ich hab's gesehen. Ich hab natürlich keine Angst. Ich gehe direkt pushen. Kommt her. Nimm das. Komm. Oh yes. Ey. Kommt da raus einmal.
Was? Die seilen sich runter? Ich liebe die Kraft. Oh, die ist stark, die ist stark. Schnell weg. Oh. Okay, er hat Kräfte. So. Thank you. Wow, von hinten. Geht hier mal gar nicht. Okay, finish. Ihr könnt alle nachkommen. Ich habe hier alles aufgeräumt. Pam. Warte, Moment mal. Also führe keinen Gegner zu. Was? Ach so. Okay. Okay, let's go. Wieder Action. Weg mit dir, weg mit dir. Schnell, schnell, schnell. Huch. Ist noch einer davon. Gib mir dein Leben. Sehr schön. Komm her. So. Hier versteckt sich noch einer. Ja, weg mit dir, weg mit dir. What? Ha. What? Und tschüss. Leckerli, was haben wir denn hier? Grün, immer grün. Warum? Und der letzte kommt zu Mami. So, geschafft. Zahidi, was erwartet mich mit diesem Corrigan? Kiste. Er ist Grand Marshal von Trenchtown und dem Steinbruch im Osten. Wenn wir in den Wald wollen, müssen wir an ihm vorbei. Dieser Wald. Meine Einheit war dort. Die Hälfte der Truppe hat schwarzen Schleim gewüstet. Ich weiß, aber keine Sorge. Ich habe einen Plan. Okay. Was für ein Plan? Sag ich die? Shit. Ich wollte diesen Ort doch nie wiedersehen. Hey, halt dein Maul! Wo finde ich diesen Corrigan? Im großen Bunker. Ich sag ihm, dass du kommst, obwohl du kaum zu übersehen bist. So, Klassenpunkt. Triff Grand Marshal. Okay. So, triff Marshal
Das werde ich machen. Wo ist er hin? Oh, ich kann hier Sachen kaufen. Endlich mal. Wo findest du denn sonst so gutes Zeug wie das, hä? Ich weiß auch nicht. Deswegen freue ich mich ja, dass ich dich gefunden habe. Zum Verkauf. Im Angebot. Kann ich die auch kaufen? Oha. Wie teuer sind die denn aber? Oh, das ist voll teuer. Das ist ja extrem teuer. Weil die Sachen brauche ich eigentlich nicht. Was gibt's denn? Ich könnte vielleicht was verkaufen. Hättest du Interesse? Ich könnte sehr viele Sachen verkaufen. So, ich habe nur Sachen verkauft. Ich habe nur Sachen verkauft, so gute Sachen. Muss jetzt nicht sein. Also war jetzt nicht so Sachen dabei, die ich gebraucht habe. Ja klar, ein alter Säufer wird diesen schwer bewaffneten Truck-Team garantiert Angst einjagen. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zu Marshall. Warum Sie? Warum mein... Tja, das ist Goodmans neuer Champion. Sollst du mich etwa einschüchtern? Ich dachte, ihr seid Verbündete. Heute ja. Du sollst mich nur durch dein Minenfeld lassen, ich verschwende. Die Gefangene, was hat sie getan? Meine Wahrsagerin hat den Sieg prophezeit. Meine Männer liefen in einen Hinterhalt. Ich hab gesagt, was du hören wolltest. Ich kann die Scheißvision nicht erzwingen. Ich hab dir gesagt... Schluss mit dem Bullshit! Wir kämpfen morgen ohne einen Veränderten. Du hast echt ein Problem. Wir haben doch, was du brauchst. Morgen wirst du mit seinen Männern kämpfen? Dann lass das Mädchen gehen. Einen Augenblick. Dafür habe ich keine Zeit. Was bedeutet sie dir? Sie ist fast wie eine Tochter für mich. Oh, Moment mal, du hast eine Tochter? Nee, vielleicht habe ich es mal mit ihrer Mutter getrieben oder mit ihrer Tante, weiß ich nicht mehr. Oh Mann. Diese Abmachung gefällt mir sehr. Sie wollen Passage nach Osten und die Hexe? Gern. Willst du etwa Seths Platz in der Schlacht einnehmen? Warte. Seth ist hier? Der große Veränderte wurde in der Trümmerzone gesehen. Er jagte einen von euch. Ich werde ihn suchen gehen. Ja, tu das. Wir greifen bei Tagesanbruch an. Wenn ich mein Orakel aufgeben soll, muss einer von euch hier sein, sonst blase ich den Deal ab. Ja, ja. Und ja. Hey! Ich danke dir. Verlass den Truck nochmal und ich schweiß dich ans Lenkrad. So, ja. Du hast dich also entschieden, Seth in die Ruinen des alten Industriegebiets zu folgen. Ich hatte da früher mal das Sagen. Und willst du das Gebiet zurückhaben? Damals befand sich dort das Herz der Industrie, bis die Anomalie unsere Technik gegrillt hat. Dann ist das Triebwerk explodiert und hat das Gebiet auch noch verstrahlt. Das reinste Chaos. Ich habe die Leute rausgeholt, habe sie gerettet und diese Stadt gegründet. Ich könnte einen Komplizen brauchen. Denk drüber nach. Da gibt's nichts nachzudenken. Ich denke darüber nach. Sag mal, warum nimmst du Befehle von einem Menschen entgegen? Und ausgerechnet von Shira Goodman? Beantworte du mir lieber meine Frage. Bailey sagt, Seth jagt einen anderen. Moment, ich sehe gerade, dass ich Schuss nur 60 Schuss habe. Das geht natürlich gar nicht. Vielleicht könnte ich das noch damit vertauschen. Ja, das ist schon besser. So. Weil mit 60 Schuss alleine komme ich hier nicht klar.
So, einmal durchsuchen. Okay, und da sind schon Gegner. Halleluja. Ja, ist aber eine starke Waffe. Hat zwar nur 60 Schuss. Aber nee, ich hab grad... Boah. Schon eine coole Waffe. Oh, ihr rückt euch. Wie viele sind das bitte? Das ist doch jetzt übertrieben. Das reicht doch jetzt langsam. Das ist manchmal einfach zu viel. Einfach zu viel. Aber ich wünschte wirklich, ich hätte, also ich könnte es noch mit Freunden spielen, aber die haben leider das Spiel nicht. Also wenn man wirklich Leute hat, Freunde hat, mit denen man das zusammen zockt, das ist einfach, das wird wirklich hundertfach mehr Spaß machen als alleine. Also mit den Leuten auch, wo man auch die Leute, die eng, sehr eng kennt, meine ich. Jetzt nicht irgendwie Privatperson. So. Man kann auch so Lobby auffüllen machen, glaube ich. Aber nee, ich denke nicht, dass es mir Spaß machen würde, so. So, wohin jetzt? Das war wirklich, boah. Das waren zu viele Gegner. Aber ich habe es trotzdem geschafft. So. Pam. Was haben wir hier Schönes? Ein Tagebuch. Na, das wird was ist das hier? Wanted. Na, also ich mach das jetzt erstmal nicht. Noch mehr Gegner! Ich glaub's nicht. Kein Problem. Ihr seid keine Gegner für mich. Und das will ich gerne abbauen. Dankeschön. Ha. So. Oh. Aggressiver Hase. Oh. Oh, aufpassen. Komm her. So. Ups, nachladen. Mein Fehler, sorry. So, geschafft. Räume den Bunker frei. Noch mehr oder was? Noch mehr? Ach nö. Ich hab doch keine Kraft mehr, da ist eine Kiste. So. Oh mein Gott! Was denn? Oh Gott, aufpassen, Coco, aufpassen.
Da ist der Boss. Oh Gott. Oh Gott, der ist so stark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff. Ich gehe da mal wieder zurück. Dankeschön. Komm schon. Oh, das war so knapp. Komm schon, komm schon. Ich will mich da auf den Boss konzentrieren. Ich bin gerade so nervös. Oh, der ist einfach zu stark. Aufpassen. Komm schon. Yes, 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 yes. Ich weiß, das ist dir egal, aber ich schulde dir was für deine Hilfe mit Chama. Was hast du ihr getan? Nichts. Hab mich nie darum gerissen, Vater zu sein. Ganz im Gegenteil. Jakob, warte. Da ist noch was. Ich hab sie schon mal gesehen. Was? Wo? Ich hatte eine Vision. Im Kälteschlaf. Verdammt, jetzt kommst du auch mit dem Scheiß. Mach mal halt lang. Ups. Warte, ich habe das Gefühl, dass hier eine Kiste ist. Oh, yes. Das sind typisch so Spieler, wirklich. Wieso immer grün? Wieso komme ich nicht blau oder lila? Na komm her. Ups. Boah, wie aggressiv ist er? Was war da mit dem los? So. Oh Gott. Abbauen, abbauen, schnell, die kommen. Ha! Boah. Pam. Geschafft. Hallo. Ich bin nur ein Freund. Nein, ist keine Zeit für aufbauen. Der ist stark. Der ist definitiv stark. Boah! Wie bitte? Was? Boah! Beruhig dich! Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Warum habe ich Leben verloren? Ach, die sind... Ach, ich schon wieder ihr. Okay, beruhigt euch. Okay, okay. Schau, der war viel. Viel Leben hast du jetzt auch nicht mehr, mein Freund, wollte ich sagen. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich habe nur Spaß gemacht. Du hast nur Fun. Denn du bist mein Freund. Doch nicht. Du bist wohl und direkt kommt der nächste. Super. Und direkt kommt der nächste Papa hier. Der war aber normal. Der war nicht so mutiert wie der andere. So. Was haben wir denn hier Leckeres gefunden? So nice.
Immer wenn ich solche Dinger sehe, dann muss das einfach mit. Und da drüben ist noch eine Kiste, das hole ich mir auch noch ganz kurz. Puh, das waren sehr, sehr viele Gegner. Das sollte jetzt aber langsam reichen mit den Gegners. Was zur Hölle ist hier passiert? Die Kiste? Nein, doch nicht. Leck mich am Arsch. Jakob, Seth ist tot. Was? Wie? Er wurde noch nie besiegt. Was? Als ob er tot ist. Es gibt noch einen Veränderten. Einen mit mehr Macht als Seth. Wow, das sind ja scheiß tolle Neuigkeiten. Oh oh. Als ob er gestorben ist. Corrigan, Seth ist tot. Unmöglich. Du lügst. Oh Gott, Seth. Er ist verbrannt. Wir rücken bereits zur Front vor. Jetzt wird's Zeit, dass du Wort hältst. Oh Gott, also damit hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Naja, wir hören uns beim nächsten Part, Leute. Bis dann. Das sammle ich noch ein. So, tschüss.